zum Synchronisieren. So. Okay. Good morning, Party Peoples. Bei mir ist gerade 9 Uhr morgens. Ich bin noch ein bisschen müde, aber naja, anderes Thema. Außerdem wurde ich gestern geimpft. Impfung ist echt nicht cool, ne? Also es fühlt sich an, als hätte ich einen Muskelkater, obwohl ich keinen Sport gemacht habe. Beziehungsweise keinen Sport für die Schultern gemacht habe. Hab zwar trotzdem Sport gemacht, aber boah, ich rede schon wieder zu viel. Bei mir geht es heute ums Thema Color Grading. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges Tool, ein sehr extremes Tool, wenn man es übertreiben will, aber ein cooles Tool. Und für euch, für diejenigen, die nicht wissen, was Color Grading ist, in meinem Fall sieht ein Video, was noch nicht mit Color Grading bearbeitet wurde, sagt man das so, ja, was ich noch nicht kalorisiert habe, so aus. Also sehr flach und sehr schwach. Das hat was damit zu tun, dass ich in einem Log-Profil arbeite, oder wie mein Log-Profil im Einzelnen aussieht, welche Details ich dafür nutze und so weiter. Möchte ich euch aber in einem separaten Video zeigen. Also vergesst schon mal nicht zu abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ja, normalerweise sieht das Footage halt dann wieder so aus und so ist es gegradet. Und wie ich diesen Look hinbekomme, beziehungsweise wie ich so mein Footage grade, möchte ich euch heute in dem Video einmal zeigen, indem wir uns gleich an mein MacBook setzen und einmal in Premiere Pro das Bild bearbeiten. By the way, würde mich echt einmal brennend interessieren, mit was für einer Kamera ihr so am Film seid und vor allen Dingen, was für ein Schnittprogramm ihr nutzt. Ob das Premiere Pro, DaVinci oder Final Cut zum Beispiel sind, gibt ja auch noch andere. Würde mich echt mal interessieren. Also schreibt mir das mal unten in die Kommentare. So, hier haben wir einmal den Clip von Jasmin quasi ungegradet, also ich habe noch nichts gemacht. Was ich immer mache ist, ich arbeite mit Einstellungsebenen, die ich mir über das Footage lege, was ich bearbeiten möchte. Macht es für mich ein bisschen einfacher, da ich die einzelnen Clips dann nochmal oder die einzelnen Einstellungsebenen aktivieren und deaktivieren kann, wodurch ich ein bisschen besser sehe, was ich bereits gemacht habe. Also Step 1, erstellen wir uns mal eine Ebene. Dafür macht man Rechtsklick und Einstellungsebene erstellen. Okay, und die ziehen wir uns dann einfach über unser Footage, also in die Videospur 1, rein, bis zum Ende verlängern. Einfache Sache, bisschen ranzoomen, obwohl es eigentlich egal war. Es geht nur um den, um das Bild hier oben. Ne? Ich bin übrigens immer, wenn ich die Farbe bearbeite, auch im Reiter Farbe, denn das macht es für mich einfacher. Hier links hat man die kompletten Lumetri-Einstellungen, die sehr wichtig sind. Grundsätzlich an der einfachen Korrektur und an der kreativen Korrektur verändere ich gar nichts in der ersten Einstellungsebene. Ich arbeite dort erstmal nur mit den Kurven. Und hier ist zum Beispiel ein Punkt, dass ich erstmal die Highlights ein bisschen wieder runterholen möchte. Und das mache ich einfach, indem ich die Kurve ein bisschen runterziehe. Wodurch, wie ihr seht, das Bild sich schon verändert. Aber ich möchte hier ein bisschen, dass Jasmin nicht zu dunkel wird. Also hier mal die Kurve so anpassen. Zack. Und das ist eigentlich schon der Step in der ersten Kurve. Außerdem ist mir hier das Grün ein bisschen zu saftig, sag ich mal. Also gehe ich in den Farbton Sättigung, setze mir dort 3 Punkte und ziehe das Grün noch ein bisschen runter. So, das ist schon mal der Step 1 mit der ersten Kurve. Was ich dann mache, ist, ich nehme eine weitere Kurve oder eine weitere Einstellungsebene. Man mag mich dafür verfluchen, dass ich das so kompliziert in Anführungsstrichen mache, aber jeder wie er soll, ne? Gut, eine weitere Einstellungsebene, auch wieder bis zum Ende lang ziehen. Und hier fange ich an, eine roten Farbe quasi oder den roten Farbspiegel einfach noch ein bisschen zu verändern, denn ich möchte, dass hier gerade in diesem Sonnenuntergangsshot es ein bisschen wärmer wirkt, als es in anderen Clips ist. Also hier ein bisschen hochziehen. Da müsst ihr echt vorsichtig sein, denn Rot peitscht ganz schön rein. Das ist eigentlich schon alles, was ich hier mache. Hier hinten ziehe ich es noch ein bisschen runter. Und that's it. Und so seht ihr, mit diesen relativ einfachen Einstellungen sieht das Bild ja schon wesentlich cooler aus. Wie gesagt, das Log-Profil ist da sehr interessant, denn was ich da nutze, kann man super gut color-graden, wie ihr seht. Also von so zu so ist ja schon mal ein echt großer Unterschied. Und jetzt mache ich nur noch eins. Ich gehe auf Effekte. Zack,
und suche hier nach Weichzeichner, denn ich möchte die eine kleine Vignette haben. Ja, unscharf. Gaußscher Weichzeichner. Den ziehe ich mir auch noch auf die oberste Ebene drauf. Und mit dem Gaußschen Weichzeichner sorge ich jetzt dafür, dass ich hier noch so eine kleine unscharfe Vignette habe. Macht es einfach ein bisschen weicher halt. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr den Gaußschen Weichzeichner habt, dass ihr hier auf jeden Fall horizontal und vertikal macht. Und dann fangen wir an. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Mit 15 machen wir mal 10. Und dann gehe ich hier noch auf eine Ellipse erstellen. Hochziehen wollte ich es nicht. Na gut, geht auch so. Dann noch ein bisschen runterziehen hier das Ganze. Und dann müsst ihr nur noch die Maske umkehren. Das ist ganz wichtig. Umkehren. So. Jetzt habt ihr hier unten, oder habe ich hier ums Footage nochmal drumherum, ein bisschen weichere Kanten. Was ich ganz angenehm finde. So, gehen wir nochmal zum anderen Clip. Nehmen wir zum Beispiel den hier. Der sieht ungegradet auch wieder so aus. Verändert sich nicht viel, wie ihr seht. Aber ein bisschen was ist es. Also wieder eine Einstellungsebene oben drüber ziehen und dann gehen wir wieder auf Farbe. Und bei diesen Clips, die ich hier im Studio aufnehme, tatsächlich arbeite ich nur mit den Kurven. Viel mehr mache ich da gar nicht, weil das reicht vollkommen aus. Also setze ich mir hier drei Punkte in der weißen Kurve einfach, ziehe den ersten Punkt ein bisschen nach unten. So, und ein bisschen ziehe ich es hier unten rein. Und sieht das von so aus so auf. Ein bisschen mehr gepoppt oder der Kontrast ist einfach ein bisschen höher, wodurch es ein bisschen cinematischer aussieht. Ja, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ist Color Grading echt eine coole Sache, um euer Footage einfach noch cooler aussehen zu lassen, beziehungsweise die Farben halt in euren Videoclips im Nachhinein richtig zu bearbeiten. Ich kann nur jedem von euch empfehlen, dafür in einem flachen Bildprofil zu bearbeiten. Das gibt es halt von Canon zu Nikon, gibt es da unterschiedliche Bildprofile. Die könnt ihr euch alle im Internet auch mal raussuchen. Da gibt es schon 10.000 Videos, welche für euch da vielleicht die besten sind. Wie gesagt, in den Wochen kommt auch hier auf meinem Kanal nochmal ein Video zu den Log-Profilen. Und wie gesagt, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn noch Fragen bestehen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr nicht verpassen wollt, wie mein S-Log-Profil aussieht, wie ich das selber einstelle, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald mein nächstes Video online ist. Übrigens, alle meine Videos kommen immer sonntags um 18 Uhr online, also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass dann ein Video kommt. Jetzt würde ich sagen, Peace, einen schönen Abend noch und wir sehen uns in den nächsten Wochen.